Moin. Ich sag einfach mal, trotz allem wünsche ich einen schönen Sonntag. Was willst du sonst sagen? Ne? Irgendwie. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge am Start in der letzten Woche. Und wenn ich jetzt sage letzte Woche, dann ziehe ich die dieses Mal sogar 2 Tage weiter zurück. Denn, um den ganzen Zauber von der letzten Folge mal rauszunehmen, die habe ich schon am Freitag aufgenommen. Und denn es stand fest, am Samstag gibt es den Spielenachmittag mit Jana und Daniel und Benny. Moin, es war super. Und dass das länger dauert, war klar. Und dementsprechend hatte ich dann gesagt, okay, nachts um 3, 4 hast du jetzt eigentlich nicht unbedingt Lust. Vor allen Dingen verpasst du dann doch irgendwelche Details. Und nachher, bevor das dann wieder nichts wird, dass es zu Tisch kommt, habe ich das Ganze vorgezogen. Und dementsprechend fange ich jetzt an, praktisch vor der Ausstrahlung der letzten zu Tisch-Folge zu beginnen. Letzten Samstag. Letzten Samstag. Und es ging los mit Roma Eterna. Ein Spiel, das wir schon länger geplant hatten zu spielen, und es geht eben nur samstags, weil also 4 bis 6 Stunden wurde uns gesagt, 8 haben wir letzten Endes gebraucht. Das liegt aber auch daran, dass wir zum einen die ganze Chose natürlich nochmal regeltechnisch durcharbeiten mussten, dann aber auch daran, dass es ein Spiel ist, das geht zu viert. Punkt. Vier. Nicht zwei, drei, nicht fünf, vier. So, und es war allerdings so, dass Jana dann los musste, und dann haben wir praktisch diese letzten Züge, ja, simuliert sozusagen, die dann noch zu machen waren, die letzten Runden. Einfach immer so den Idealzug gemacht und drüber gesprochen, was wäre jetzt der logische Idealzug. Also nicht einfach gesagt, okay, dann machen die das, ne, da sind sie nicht im Weg, sondern wirklich also auch schon mit denen gut agiert, sodass das einfach Sinn macht, das Ganze. So, jetzt reden wir über das Spiel. Britannia ist vielleicht einigen Begriff, hatten wir auch schon hier, haben wir auch schon ein Video drüber gedreht, über diese Neuauflage, die ja leider so ein bisschen durch Plastik meiner Meinung nach irgendwie nicht ganz so ideal ist. Hier habe ich wirklich so diese Oldschool-Aufmachung, ne? Also wirklich diese Counter und so. Ihr seht das auf den Fotos, einige werden vielleicht die Hände über den Kopf schlagen. Ich mag sowas und es passt einfach zu einem Spiel dieser Art. Was willst du sonst sagen? Britannia. Oder überhaupt diese Familie beschäftigt sich immer mit so einem Landstrich. Ne? Es gibt ja noch Chariot Lords zum Beispiel. Es gab auch ein Spiel, das auch auf der italienischen Halbinsel gespielt hat, nämlich Italia von dem Herrn Steding. Das ist bei Phalanx rausgekommen. 10, nee, länger, 15 Jahre auch ungefähr. Ne? Und also Phalanx Deutschland damals. Und auch das basierte auf Britannia. Dieses hier jetzt eben auch. Und es ist so, es sind 4 Spieler. Und diese Spieler sind jetzt erstmal, die haben keine feste Fraktion, sondern die haben feste Fraktionen. In erster Linie haben sie erstmal eine Spielerfarbe, und dieser Spielerfarbe sind dann eben die Fraktionen zugeordnet. Die Goten, die Karthager, die Römer, die Griechen, Illyrer, Langobarden, die Franken. Was da alles so innerhalb von ungefähr 1000 Jahren Geschichte sich in Italien, ja, mal vorbeigeguckt hat, mal länger geblieben ist, Ärger gemacht hat, was auch immer, all diese Leute spielt man, teilweise mit Anführern. Das bringt dann nochmal so ein bisschen Sonderfähigkeiten, wie besseres Marschieren. Ich habe natürlich Bewegungsregeln, im Grunde ist es ein Area-Control-Spiel. Und es ist, ja, man merkt ihm an, dass das Spiel Avalon Hill, ne? Britannia. Also es hat ein paar Jahre auf dem Buckel, und ich habe hier unterschiedliche Einheiten, Siedler, ich habe Plünderer, ich habe Invasoren, die relativ ähnlich funktionieren, aber so durch kleine Unterschiede, aber doch im Spiel schon einiges ausmachen, sage ich mal. Dann habe ich Legionen. Diese Legionen haben allerdings nicht viele, sondern die Römer haben natürlich Legionen. Die Römer geraten irgendwann, das ist sehr interessant, in den Bürgerkrieg natürlich. Und dann spalten sich die Legionen ab. Dann muss der Römer 5 seiner Legionen dem anderen Spieler geben. Und da werden sie dann zu Pompeianern. Und diese Pompeianer wiederum verhalten sich zwar, was Gebiete angeht, neutral, aber der Römer ist erstmal diese Einheiten los, ne? Weil eben dieser Bürgerkrieg dann anfängt. Später kommt dann Caesar. Also es ist wirklich toll gemacht. Und das Spiel strotzt wirklich so vor Geschichtswissen, oder Liebe zum geschichtlichen Detail, ganz einfach, ne? Also wenn man da so ein bisschen. Vielleicht so ein bisschen so am Rand. Ich bin jetzt auch nicht so mega drin in der Antike, aber Antike bis zum frühen Mittelalter. Man merkt wirklich, ne, die Karthager kommen, dann kommen die Völkerwanderung, die Goten sind da, die Griechen sind schon angesiedelt, es kommen die Langobarden und dehnen sich aus. Später will dann, da kommen diese Kriege gegen die Langobarden, weil weil der Karl irgendwie durch muss nach Italien, um sich da, also nach Rom, um sich krönen zu lassen zum Kaiser. Also was hier ist, es auch so, dass ich ab einer, ich glaube ab Runde 7, habe ich dann praktisch so eine Punktwertung jedes Mal.
Da wird, nee, eine Gebietswertung ist es, um eine Königswahl stattfinden zu lassen. Ne? Und ich mache eben in jeder Runde auf eine unterschiedliche Art und Weise Punkte, denn ich habe diese Völker nicht immer zur Verfügung, sondern eben dann, wann sie laut Zeitstrahl da sind. Die Goten sind natürlich später irgendwann nicht mehr da. Die Karthager sind nicht zur gleichen Zeit wie Karl der Große in Italien unterwegs. Das ist eben kein What-If oder irgendwelchen Fantasy-Krams, sondern das ist wirklich so gemacht. Natürlich kann es passieren, dass sich so ein Karthager festsetzt und dass dadurch so ein bisschen die Geschichte so abweicht, aber in der Regel wird das nicht so ausschlaggebend sein, ganz einfach. Denn nun hatte ich wirklich, also ich hatte unter anderem die Griechen, die waren wirklich bis zum Ende da unten und haben gepunktet. Das war auf jeden Fall ganz interessant. Die Langobarden sind auch sehr weit reingekommen ins Land. Also es läuft schon auch geschichtlich so ein Storytelling-Ding einfach ab dabei, kann man ganz einfach so sagen. Mechanisch ist es relativ einfaches Area Control. Wenn verschiedene Einheiten im Land stehen, gibt es einen Kampf. Und Legionen und Reitereinheiten treffen natürlich besser als so Siedler- und Plünderereinheiten. Man kann aber dann noch die Möglichkeit, sich zu unterwerfen mit den Einheiten. Also es führt jetzt zu weit, das komplett ins Detail zu bringen. Ich werde das Spiel, denke ich, ja, ich werde auf jeden Fall, also ich werde auf jeden Fall mal gespielt werden. Und ich werde auf jeden Fall nochmal ein Video zu machen, weil ich mag sowas. Und ich finde auch dieses Projekt einfach total gut. Dazu gleich nochmal so ein Wort. Es ist direkt bei den Autoren ne, zu haben, Stefan Volz und Dr. Günther Ganster. Es ist leider zurzeit bei BGG noch nicht gelistet. Da müsste man mal hinterher. Zumindest war es letzte Woche noch nicht gelistet. Da gibt es das Ganze, dieses Spiel zu haben. Es gab eine 100er Auflage. Das soll irgendwann auch nochmal mehr werden. Ich glaube, da, also man plant da so ein bisschen nochmal so weiter ein paar Sachen zu machen. Und ich finde es unterstützenswert, sowas. Das ist einfach wirklich, ja, Liebe zum Detail, das steckt wirklich lange Entwicklung drin und ist einfach eine feine Sache. Roma Eterna. Es wird nicht nächste Woche sofort wieder auftauchen, aber ich habe unheimlich Lust, es wieder zu spielen, aber man braucht halt auch ein bisschen Zeit. Ne? So, Teil 2 dieses Spieleabends oder Spieletages, gut, das war dann eher schon so der sehr späte Abend bis die Nacht, wir waren dann zu dritt und haben ein Spiel gespielt, das war schon ewig nicht mehr. Tauern hinzu, das habe ich mir letztens wieder besorgt, weil Jonathan, moin, hatte in der WhatsApp-Gruppe irgendwie davon gesprochen. Da dachte ich, Mensch, klar, das hattest du mal. Das hatten wir damals im Laden. So, und zwar, ich meine Tauern hinzu, es ist nicht Tauern hinzu, es ist Tauern hinzu. Das ist so ein anderes Spiel von dem L&D Ernstein. Und ich meine, es wurde damals in der Spielbox besprochen, auch sehr gut besprochen. Und daraufhin haben wir dann gesagt, okay, wir besorgen die Spiele mal direkt aus Amiland, haben die dann direkt importiert, eben von Hangman Games. Ne? Hangman Games, auch hier handnummeriert das Ganze. Und die anderen Spiele aus dem Verlag sind eher nicht so der Rede wert, sage ich mal. Da gab es noch was mit so eine Pokerart, kann ich mich grob erinnern. Und dann gab es noch irgendwas mit irgendwelchen magischen Kristallen oder Diamanten, also ich bin mir nicht sicher. Das war aber alles nicht so toll. Tauern Tensuyu war auf jeden Fall somit so das Aushängeschild des Verlages. Und L&D Ernstein ist immer noch aktiv. Na, also das Spiel ist so ungefähr front. Steht es hier eigentlich drauf? Ich weiß es gar nicht. Also es muss so 2005, 2006 auch gewesen sein. Naja, so 15 Jahre bestimmt her. Und immer noch aktiv als Autor, hat vor kurzem 2 Jahre, ne? Das ist ja bei Rio Grande, das Nevada City zum Beispiel gemacht. So, hier sind wir jetzt aber nicht im Wilden Westen unterwegs, sondern weiter südlich, nämlich in Mittelamerika und haben eben hier diesen Landstrich, Südamerika, Quatschkram. Und es ist ein Wachsmalerspiel. Ich baue also praktisch schon so ein Routennetzwerk, baue meine Straßen da von Stadt zu Stadt, errichte Städte, errichte Tempel, errichte so Garrisons und mache anhand meines Netzwerks Punkte. So, das Ganze ist natürlich relativ spartanisch ausgestattet. Ich habe so ausgestattet, ich habe so Glasperlensteine, ich habe so Glasscheiben, die Städte sind, so viereckige. Male meine Routen mit Wachsmalern, also wirklich ultra, ultra oldschool das Ganze. Und mache jede Runde Punkte. Dann habe ich, warum dieses Spiel eben auch nur zu dritt oder ab 3 Spielern Sinn macht. Ich habe so Ereigniskarten und da muss ich jede Runde eine von spielen. Und die kann ich entweder zu mir legen, also zwischen mir und meinen linken Spieler, zwischen mir und meinen rechten Spieler, aber ich kann die auch zwischen andere Spieler legen, wenn es negative Sachen sind. Das sind also praktisch so Ereignisse, die in dem nächsten Spiel oder in der nächsten Spielrunde lang betreffen. Die Spielrunden dauern immer ein bisschen länger. Das heißt, pro Zug kommt so eine Ereigniskarte, das heißt, diese Ereignisse summieren sich dann auch irgendwann. Also man muss dann, hat dann so ein bisschen
auch Sachen, die man so im Blick haben muss. Und da das Ganze natürlich so geografisch bedingt eine ziemlich langgezogene Geschichte ist, dehnt man sich eben nicht so die Breite aus, sondern mehr so nach unten oder nach oben. Man hat dann so an den Rändern so spätere Großstädte, die man oder Knotenpunkte, die dann nochmal extra Siegpunkte bringen. Ich glaube, 3 war jetzt nicht so ganz ideal für dieses Spiel, sondern 4, weil es war schon ganz klar, bei 3, einer ist hochgegangen, 2 runter. So ist es ausgegangen. Und unten profitiert man so ein bisschen immer mit vom Netzwerk des anderen. So, also man schließt eventuell eine Stadt an, die der andere gründet. Also kann man auch oben haben, aber es war in diesem Fall unten. Man schließt zum Beispiel sein Netzwerk an eine Stadt an, die der andere gründet. Spart man sich der Stadt gründen, punktet aber für diese Stadt selber dann mit. So, und wenn dann 2 Leute da so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Huckepack, aber da so ein bisschen um diese zwar Gegenden schon bebetteln, weil es hat auch gar nicht gleichzeitig noch so einen Area-Control-Mechanismus. Denn ich muss, ja, Mechanismus ist im Area Control, das ist auch ein bisschen viel gesagt, aber es gibt so besetzte Gebiete. So, und in diesen besetzten Gebieten ist eigentlich jedes Gebiet, da ist ein Counter drin. Und den muss ich praktisch besiegen, um überhaupt weiterzukommen. Sonst komme ich da gar nicht weiter. Aber diese Leute, oder diese Counter bringen mir in jeder Runde unter Umständen Punkte und auch, also sie bringen mir Punkte beim Machen und beim Holen und sie bringen mir dann eben auch neue Worker. Und mit neuen Workern baue ich eben so. Ja, und je mehr Worker, desto besser. Einen schönen Catch-up-Mechanismus hat das Ganze. Das ist immer der hinten liegt, kriegt Worker geschenkt von dem, wie der vorne liegt. Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Es hat Spaß gemacht. Ich glaube aber, zu viert ist es ein wesentlich besseres Spiel. Das würde ich ganz einfach sagen. Es ist später dann auch nochmal in so einer ja, klassischen Version, sag ich mal, rausgekommen. Und zwar bei Holländischer Verlag. Holländischer Verlag oder Niederländischer Verlag, White Goblin. Bei White Goblin unter dem Namen Inca Empires. Da hat man auch nicht mehr gemalt, sondern so ein Stäbchen das Ganze gelegt. Hatte Benny auch mit. Habe ich mir aber jetzt so vom Inneren gar nicht so angeguckt. Sah aber dann eher so klassisch aus. Ich mag dieses Spiel. Ja. Wahrscheinlich auch wieder ein Spiel, wo viele denken, Gott, aber ich mach sowas. So. Jetzt kommen wir mal designtechnisch zu anderen Sachen. Und ich habe dann am Montag mit Mirko einen gemütlichen Zweierabend gespielt. Hat sich so ergeben, dass wir nur zu zweit waren. Und wir haben gedacht, okay, Mirko wollte es unbedingt mal ausprobieren und ich wollte es mir auch unbedingt wieder aufsacken, weil ich habe gerade irgendwie doch, ne, Marvel, Herr Ringlich, die auch nicht, ich habe irgendwie Lust auf diese Sachen gerade. Arkham Horror Kartenspiel. Da bot sich für mich die Neuauflage an, mir die jetzt dann doch nochmal zuzulegen. Ich habe auch schon diese Rande der Welterweiterung. Und LCG, wir haben natürlich mit vorgefertigten Decks gespielt, die noch nicht gebaut und haben diese Einsteiger-Abenteuer oder Einsteiger-Szenario Nacht des Zeloten gespielt. Einfach so, um da mal in die Mechanismen reinzukommen. Wir wollten jetzt auch gar nicht so ganz tief rein da, weil wir haben gedacht, okay, wenn das gefällt, dann ich spiele öfter auch dann mit Mirko und seiner Frau Spieleabende so und das wäre, dann haben wie habe ich euch erzählt, so Detektivsachen, Detective-Sachen gespielt. Ne, das Dune und auch das Hallo Schuschu und auch das Sag schnell. Venice Connection. Ne, die beide nicht ganz so gut bei uns jetzt angekommen sind. Venice Connection ein bisschen besser als Dune, aber vielleicht dachte mal, ist das dann was? Und also Mirko zumindest hat es gefallen, sodass es dann an der Stelle da weitergehen wird. Dass wir uns das praktisch dann zu dritt dann geben. Und ich sag mal, finde ich auch gut. Ich hatte ja so ursprünglich gedacht, spielst du solo, weil Lust hast du drauf und Ellie hat überhaupt keine Lust drauf. Und bleibt dir nichts, aber ich sag mal, mit den beiden was Cthulhuides zu spielen, ist natürlich auch schon gut, weil die haben da echt ohne Fachwissen und kennen sich da wirklich grandios aus. Werde ich auch demnächst sehen. Ich habe in Mirko noch ein Abgrundtief-Video gedreht und kommt auch bald irgendwann. So, Arkham Horror, LCG. Wir haben unser Deck. Dieses Deck spielen wir, haben eine bestimmte Anzahl von Handkarten und haben dann eine bestimmte Anzahl oder bestimmte ja, Möglichkeiten, die wir haben können. Es liegen verschiedene Orte aus, wir können von Ort zu Ort uns bewegen. Die Karte sagt wiederum, mit welchem Ort sie verbunden ist. Auf diesem Ort kann man Hinweismarker sich beschaffen und man muss eine bestimmte Anzahl von Hinweismarkern haben, um in der Geschichte dann vorzugehen. So, ne? Und nun wird immer gesagt, so diese Grundstory, diese Nacht des Zeloten ist noch nicht so toll, aber es geht dann irgendwann richtig los. Das habe ich also wirklich von mehreren jetzt gehört. Und dementsprechend freue ich mich einfach drauf, dass es weitergeht. Und
Wahrscheinlich haben es eh alle schon gespielt, außer mir jetzt irgendwie hier. Aber ist egal. Ihr werdet es öfter sehen. Ich denke mal so nach Ostern, irgendwann so nach den Osterferien in Niedersachsen, werden wir damit mal starten, da mal ein bisschen genauer reinzugucken. Arkham Horror The Card Game. Ich freue mich wirklich, da arm durchzuwerden, aber da weiterzumachen. So, noch ein Kaffee. Und es gab noch einen Abend mit mir. Wir wollten eigentlich D&D spielen, aber auch da hat uns so eine Krankheitswelle nicht erfasst, aber im Grunde so die Gruppe dezimiert. Und so blieb eigentlich nur noch Mirko über. Und dann dachten wir, okay, was machen wir? Kurzer Blick ins Scorpel hat gesagt, das war schon fast ein Jahr nicht mehr auf dem Tisch. Fast ein Jahr und das darf nicht passieren, also haben wir es gespielt. Food Chain Magnate. Erstmal nicht so viel Erweiterung reingeknallt oder nicht so viel Neues reingeknallt, aber neue Milestones, die das Spiel doch schon echt einigermaßen auch auf links drehen. Na, wir hatten so ein paar Sachen, Kleinigkeiten einfach da drin. Und die Waitresses, die neuen. Und ja, das so. Na, das ist, also wir hatten auf Kimchi, haben wir überlegt, oder Coffee, oder Nudels, aber das haben wir erstmal alles gelassen. Und da dachten wir, okay, muss eh wieder öfter auf den Tisch. Denn es war einfach so gut. Es war so verdammt gut wieder. Man spielt ja doch so über die Zeit wirklich viele, viele gute Spiele zum Glück auch, ne? Auch nicht nur gute, aber man spielt ja doch viele, viele gute Spiele. Und ich habe ja hier einen ganzen Haufen Brass-Partien, Age of Steam-Partien, Pax Renaissance-Partien, oder Pax Pamir, meine ich, Pax Pamir-Partien so jetzt auch im letzten Jahr so auf den Buckel gekriegt, wo du denkst, oh, das sind alles so Spiele, die können Food Chain Magnate gefährlich werden, aber auch nur im Nachkommabereich, sage ich mal. Es bleibt meine Nummer 1. Es ist so, es war wieder grandios, es war ein Hauen und Stechen. Wir hatten, ihr seht die Fotos, selten am Schluss eine Map, die wirklich so voll war. Im Grunde hat sich es in den letzten anderthalb Runden entschieden und man wusste wieder genau, woran es lag. Also es lief eigentlich für beide gut, muss man so sagen. Und ich hätte in der letzten Runde, ich hätte Startspieler sein müssen, denn fast alle großen Lieferungen liefen über Thai. Das hätte man natürlich durchrechnen können, haben wir aber nicht gemacht. Also soweit doch nicht, wir wollen ja auch nicht, dass uns die Ohren bluten. Und ja, dann wäre es nochmal ganz anders geworden, glaube ich. Aber völlig egal. Es war super, Hauen und Stechen, Fast Food Wargame, par excellence, Food Chain Magnate. Und jetzt, wo ich das wieder auf dem Tisch hatte, kann ich nur sagen, ich freue mich wie verrückt auf Horseless Carriage. Bin gespannt, was da rauskommt. So. Und Solo habe ich auch gespielt. Aber nicht Marvel Champions diese Woche. Keine Superhelden diese Woche. Ich habe ja gesagt, ich will es unbedingt mal ausprobieren. Freie Fahrt. Aus einem Spiel wurden zwei, dann wurde die Zeit eng. Und wenn es schon mal aus einem Spiel zwei werden, ist ja schon mal eine ganz gute Sache. Das Spiel grob ähnlich. Also ich habe meine Kartenauslage, mit der ich dann meine Verbindung lege, quer durch Europa, diese Kartenauslage zufällig. So, jetzt wird's gemein. Ich habe natürlich das Geld ganz normal verteilt, also ich kann's, und habe aber dann 35 Münzen für mich. So, und immer wenn ich dran bin, muss ich so eine Münze abgeben. Eine Münze ist trotzdem 3 Punkte wert, aber ich muss immer, wenn ich dran bin, so eine Münze abgeben. Daran sieht man schon, je schneller ich das Ganze bewerkstellige, jetzt klingelt's, aber das macht jemand anders auf, je schneller ich das Ganze bewerkstellige, desto so schnell verliert man dann den Faden. Desto mehr Punkte habe ich am Ende. Ne? Das sind immer noch 3 Punkte pro Münze, die überbleiben. So, ich habe die gleiche Auslage wie im normalen Spiel. Das heißt, ich habe 3 Karten untereinander und suche mir dann entweder die obere oder die untere Verbindung aus und muss dann in den, also ich kann das nur wählen, wenn ich auch in diesem Startbahnhof bin, muss dann eben auch zum Zielbahnhof fahren. Ne? Das Ganze auf der Europakarte. So, gemein ist, ich muss diesen ganzen Kartenstapel durchschaffen. Ne? Nennt sich ja auch Challenge. Also von daher muss ja auch was dahinter stecken. Ich muss diesen ganzen Kartenstapel Sektion 1, 2, 3 durchfahren. Das heißt 30 Verbindungen abschließen, bevor diese Münzen alle sind. Wenn diese Münzen alle sind, ist das Spiel zu Ende. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es bei beiden Spielen noch nicht geschafft. Das heißt, es ist ein wirkliches Logistik-Puzzle, eine Logistik-Challenge. Und ich werde das weiter versuchen. Ne? Vielleicht unregelmäßig, aber ich werde das weiter versuchen. Ich bin ja eh wirklich, ich mag dieses Spiel. Und das hat der Solo-Modus jetzt nochmal unterstrichen, dass es auch Solo wirklich toll ist. Und
das hat einen ganz festen Platz bei mir im Regal und es macht auch solo Spaß, sich darüber zu ärgern. Natürlich kommt es da auch ein bisschen auf die Auslage an, aber es macht schon Spaß zu gucken, was kann ich mit dieser Auslage hier jetzt anfangen und wie kriege ich hier am meisten innerhalb eines Zuges hin. Ne? Denn der große Unterschied nochmal ist drin, wenn ich hier Schienen platziere, platziere ich 5 Schienen und nicht 3. Und ich habe auch alle Schienen zur Verfügung, also ich brauche keine Züge ausgeben, um mir Schienen zu kaufen. Also das fällt flach. Ne? Also so viel ist es denn doch. Und wenn ich Zugverbindung fahre, fahre ich nicht 2 bzw. 3, sondern ich fahre von vornherein 5 Verbindungen. Das heißt, ich komme auch relativ weit. Das heißt, ich muss wirklich hiermit wirklich gucken, wie baue ich am effektivsten, wie schaffe ich es am besten innerhalb eines Zuges im Idealfall 2 Verbindungen abzuschließen und noch 2 neue Verbindungen aufzunehmen. Dann ist alles toll. Keine Leerfahrten. Leerfahrten kosten hier einfach den Sieg, sage ich mal ganz einfach. Und das ist wirklich so gut abgebildet in diesem Spiel, in diesem Solo-Modus, dass ich sagen muss, also alle, die Lust haben, sowas mal so zu spielen, guckt es euch an. Probiert das mal aus. Das macht wirklich Spaß. Kann ich nicht anders sagen. Wird schon überlegen, wie ich es beim nächsten Mal anstellen würde, obwohl ich die Auslage gar nicht kenne. Aber ne, ihr wisst, was ich meine. Es ist gut. Es ist wirklich gut. Freie Fahrt. So. Und dann kriege ich die Nummer noch zusammen. 3, 12, 15, 3, 13, 15. Sprawlopolis. Ne? Hatte ein... Hallo, Andreas. Hatte jemand... also Andreas hat das empfohlen. Nicht einfach das Spiel empfohlen, sondern diese Kartenabfolge. Und ich glaube, das war 12, 13, 15... 2, 13... Ich habe so ein schlechtes Zahlengedächtnis. Ist ja schlimmer als eine Telefonnummer. Ein Solo-Puzzle sozusagen. Ne? Ich habe eine bestimmte Anzahl Karten, die spiele ich aus und baue mir damit eine Stadt. Eine Stadt besteht immer aus 4 Blocks. Und Residential Area, Commercial Area, Industrial Area und ein Park. Und dadurch gehen Straßen. So, am Ende wird gewertet. Zum einen wird immer gewertet aus jeder Sorte, die ich da habe, das größte Gebiet, das ich gelegt habe. Ich kann die Karten auch so ineinander patchen, untereinander patchen, wie bei zum Beispiel, nicht Patchwork, sondern zum Beispiel diesen Patch History oder Honshu, wer die beiden noch kennt. Und kann das dann praktisch so oben drüber, hast du nicht gesehen, um Straßen zu verbinden, um ideale Sachen einfach herzustellen. Dann wird der größte Block gewertet von jeder Farbe, dann wird aber von diesen Punkten, die dann kommen, also ich habe für ein Feld dann praktisch einen Punkt und davon wird dann jede Straße, die ich habe, abgezogen. Das heißt, es macht schon Sinn, zu versuchen, möglichst lange durchgehende Straßen zu machen und nicht überall hier eine Straße, da eine Straße. Ja, aber ne, kriegt das mal hin. So, das wird dann abgezogen und dann habe ich 3 Wertungskarten. In diesem Fall waren die Wertungskarten einmal, wir haben es genannt, Block Party. Ne? Gar nicht schlecht, die Band. Block Party und zwar, es mussten immer 4er Blöcke sein, mit gleichen Areas, die praktisch über die Ecken verbunden waren, also so ein Quadrat ergeben haben und das gab dann Punkte. Wenn ich aber zu wenig von diesen Blöcken hatte, ich glaube bei 2 gab es noch Minuspunkte, bei 3 gab es dann einen Pluspunkt, dann ging es aufwärts. So, dann hatte ich 3 Punkte für jeden Park, der mit einer Straße mit einem anderen Park verbunden war und 2 Punkte für jedes Wohngebiet, das an mindestens 2 heimelige Industriegebiete angrenzte und daraus sollte man dann, glaube ich, 28 Punkte Ziel machen. Ich habe es 3-mal gespielt bisher, diese Herausforderung. Danke übrigens. Ja, nicht geklappt bisher. Da muss ich echt nochmal ran. Ich glaube, also mein Best war, glaube ich, so um die 18 Punkte, glaube ich. Und da muss ich nochmal ran. Aber auch das ist wieder so eine Sache. Dieses kleine Ding, Sprawlopolis Quinet Games, ist diese Ausgabe. Ne, gibt es auch von Frosted mit deutscher Anleitung dann. Wer gerne mal puzzelt, solo, da hast du nicht gesehen. Das ist so ein Ding, das würde ich nie im Leben hergeben. Das ist richtig, sieht man das überhaupt? Ja. Das ist richtig, richtig gut. Ein echter Zwirbler, Brainburner, aber auch eher ein Solo-Ding, aber richtig geil. Also muss ich sagen, hab mich gefreut, mal wieder an dieses Spiel erinnert zu werden. Man vergisst es dann jetzt. Es ist ja nur nichts, wo du dann sofort irgendwie gehst in den Raum rein, siehst deine Spiele, spielt. Ist ja nicht das, ne? Also du siehst so Twilight Imperium fällt eher ins Bild als das Sprawlopolis, aber es ist einfach gut. Es ist wirklich ein gutes Solo-Ding. So. Bevor ich mich jetzt noch weiter wiederhole, seid ihr dran. Was habt ihr gespielt? Ja, Food Champion, Roma Eterna, reizen euch solche Spiele. Ne? Habt ihr da Interesse?
Tahuantinsuyu. Wie sieht's damit aus? Oder Inka Empire, ne? Das ist ja doch relativ ähnlich. Arkham Horror, Card Game, freie Fahrt. Ich glaube, es war echt eine vielfältige Wahl. Ne? So ein ganz klassisches Wargame ist nicht dabei diesmal. Gut, Roma Eterna haut so ein bisschen in dieselbe Kerbe. So, in diesem Sinne, erzählt. Was hattet ihr auf dem Tisch? Was sagt ihr zu dem hier? Und habt ihr allgemein was zu erzählen? Ich gebe gerne, sonst nochmal, schreibt mich an, wenn ihr irgendwie Interesse an dem Spiel habt. Würde ich jetzt hier nicht einblenden, aber schreibt mich ruhig an. Also da kriegen wir schon Kontakt hin, wenn ihr da gerne was haben möchtet. In diesem Sinne, macht es gut. Schönen restlichen Sonntag und eine angenehme Woche. Bis dahin und tschüss.